Das Wetter ist irgendwie passend. Ja, jetzt wäre eigentlich so der Zeitpunkt für eine Folge, wie ich von Bannersdorf zurück in die normale Welt reise. Aber es gibt ein Problem. Die alte Welt, die ist tot. Die gibt es nicht mehr. Beim Server-Update ja, und Server-Software-Update, ja, ist leider die alte Welt gestorben. Und hier ist die neue Welt. Es ist noch jungfräulich, hier ist noch nichts gebaut, gar nichts. Ja. Und ich bin noch alleine. Die anderen Spieler sind noch gar nicht freigeschaltet, glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch weitere Folgen, also neuere Folgen, machen werde. Ich muss das mir mal so überlegen, weil die Sichtungsquote ist ja so gegen Null. Und ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Folgen aus der alten Welt, die kommen noch in Kürze. Und ja, für heute eben halt nur dieses kurze Informationsvideo. Und Game-Videos, ich denke, ich spiele mit den Gedanken damit, die nur noch als Stream zu bringen. Entweder hier bei YouTube oder bei Twitch. Muss ich mal schauen. Ja, ich werde dann gegebenenfalls dann eben für Twitch den Link hier posten. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es tut mir einfach leid, ist schade. Aber ne, die Welt ist halt immer in Veränderung. Jeden Tag ändert sich das alles. Und in dem Fall, ja, die Minecraft-Welt. Die alte ist weg. Unsere gigantischen Bauten, die unter Wasser Stadt in Anführungsstriche. Und ja, dann, ich wollte ja noch eine Erweiterung bauen, einen dritten Teil. Und ja, das ist natürlich jetzt alles hin. Und man könnte hier jetzt irgendwas bauen, vielleicht mal was Neues. Ja, hier vielleicht. Oder wunderbar, ne, eigentlich? Naja, könnte man machen. Muss man auch nicht. Alles klar. Ja, das finde ich irgendwie schade, aber so ist das nun mal. Gut, dann habt euch wohl und ja, wir sehen uns dann vielleicht hier auf diesem komischen Bergspitze wieder und schau mal, was wir dann machen. Und vielleicht, ja, baue ich auch schon. Ich werde wahrscheinlich erstmal so die Startpunkte, ich werde im Kreativmodus erstmal einen Startpunkt bauen und da den Spawnpunkt festlegen, wenn dann die neuen Spieler freigeschaltet sind, dass sie dann auch dort spawnen und dann von dort aus die Welt erkunden können. Alles klar. So, kurzes Informationsvideo eben halt für euch und ihr seht dann bestimmt noch mindestens ein Vierteljahr noch Folgen aus der alten Welt und zwischendurch auch Sims natürlich, ja, 3 und 4, ja. Von 2, glaube ich, habe ich nichts mehr und nehme ich im Moment auch gerade nicht auf. Ich weiß nicht, ob ich da noch weitermache, keine Ahnung. So, also das erstmal so Informationen und ach ja, es gibt noch zwischendurch ein paar andere Spiele, die sind immer quer durch, weil ich spiele ja nicht nur diese Spiele, es gibt auch mal Dead by Daylight und TTT hier von GameSmart und ja, was habe ich denn noch? Ach, Sea of Thieves natürlich, klar. Habe ich noch was vergessen? Irgendwas habe ich das Gefühl, noch was vergessen zu haben. Nee, werdet ihr dann sehen. Werdet ihr einfach sehen. Genau. Alles klar. Habt euch wohl und bleibt gesund. Genießt das Wochenende. Ciao, euer Jockel.